dann wollen wir jetzt mal in den Werbeblock übergehen, warum wir der Auffassung sind, dass die Rentendemokratie sinnvoll ist und auch wichtig, wie genau soll das denn ablaufen? Ja, weil, habe ich schon erwähnt, ist sehr, sehr wichtig, die Regeln auch zu bestimmen. Also erstmal, warum wir direkte Demokratie, wie gesagt, als Ergänzung der repräsentativen Demokratie wollen, unterstützen. Eigentlich steht das schon im Grundgesetz einfach. Da steht ja schon alles drin. Im Artikel 20 steht drin, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dass diese Staatsgewalt durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird. Das heißt, das Grundgesetz ist quasi schon offen für eine Weiterentwicklung der Demokratie und deswegen ist zum Beispiel auch es dazu gekommen, dass in allen Landesverfassungen direktdemokratische Verfahren gehalten sind, weil das Grundgesetz grundsätzlich, auch wenn es manchmal anders erzählt wird, offen ist für Direktdemokratie. Was eben fehlt, ist eine konkrete Regelung auf Bundesebene. Deswegen haben wir auf Bundesebene leider keine Möglichkeit für Volksbegehren und Volksentscheide. So, und aus meiner Sicht ist ganz einfach. Die Demokratie, also die Grundentscheidung für die Demokratie, bedeutet, es gibt sowas wie Volkssouveränität. Ja? Also wir haben kein Gottesgnadentum, wir haben kein Kaisertum, wir haben keinen Fürsten, der uns als oberste Gewalt repräsentiert, sondern es sind die Bürgerinnen und Bürger selbst, von denen die Demokratie ausgeht, die Quelle der Staatsgewalt. Und wenn das so ist, wenn das so sein soll, so steht es ja übrigens in allen modernen Verfassungen der Welt, auch in der afghanischen, so modern, ich weiß nicht, aber da steht auch drin, oder in der irakischen Verfassung, da steht überall drin, dass es im Prinzip der Volkssouveränität gibt. Wenn man das ernst nimmt, dann kommt nicht jedenfalls zum Ergebnis, dann muss man dem Bürger auch die Möglichkeit geben, über Sachfragen entscheiden zu dürfen. Weil nur eine Wahlentscheidung zu treffen, ist einfach zu wenig. Und es ist auch vor allem zu undifferenziert. Denn was ist eine Wahl? Eine Wahl ist eine Entscheidung, mit der alles und nichts entschieden wird. In einer Wahl wird alles und nichts entschieden. Und vor allem weiß man überhaupt nicht, was hinterher das passiert. Denn bei einer Wahl spielt einmal die Frage eine Rolle, wer regiert. Welche Person? Schröder oder Merkel oder sowas, ne? Oder die Abgeordneten oder Kretschmann oder wie auch immer. Dann, wer regiert als Koalition? Rot-Grün oder Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb oder wie auch immer. Ja? Und dann gibt es natürlich auch immer verschiedene Sachfragen, die eine Rolle spielen in Wahlen. Das ist total willkürlich. Ja? Also hier in Baden-Württemberg war es das Stuttgart 21, was eine große Rolle gespielt hat. Energiewende war ein großes Thema. Das kann aber dazu führen, dass ein halbes Jahr später auf einmal ein ganz anderes Thema wichtig ist, dass im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja? Und dann kann man nicht sagen, so Leute, ihr habt gewählt, ihr habt jetzt diese Partei quasi an die Macht gebracht, dann habt ihr automatisch auch ein Platz gegeben, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird, was weiß ich, wir machen jetzt einen Euro-Rettungsschirm oder wir privatisieren Stadtwerk oder sowas. Ne? Das hat dann gar keine Rolle gespielt im Wahlkampf. Und warum soll dann nicht die Möglichkeit sein, dass die Bürger diese Entscheidung zurückholen? Also ich finde, das kann man den Bürgern in einer modernen Demokratie, die wie gesagt im Grundgesetz angelegt ist, in der Volkssouveränität nicht absprechen. Ja? Also ich sage mal, die Grundentscheidung für die Demokratie ist eigentlich logischerweise auch die Grundentscheidung für direkte Demokratie. Aber das kann man sicherlich anders sehen. Ne? Sind wir das auch so grundsätzlich? Oder? Wir sind es auch so grundsätzlich. Bei uns steht es auch gleich im ersten Artikel der österreichischen Bundesverfassung, steht drin, Österreich ist eine demokratische Republik. Alles Recht geht vom Volk aus. Allerdings wird dieser eine Satz, alles Recht geht vom Volk aus, dann vom Verfassungsgerichtshof in Österreich und von den Rechtsprofessoren so interpretiert, dass Recht nie direkt vom Volk ausgehen darf. Das heißt, direkte Demokratie ist mit unserer österreichischen Verfassung momentan nicht vereinbar. Das heißt, wir müssen die österreichische Verfassung grundsätzlich ändern. Und da sind wir dann einerseits dagegen, andererseits nicht ganz unglücklich, denn wie kann das geändert werden in Österreich? Durch eine Volksabstimmung. Genau das ist letztlich unser Hauptziel, dass wir im Wege einer Volksabstimmung auch in Österreich diese Möglichkeit schaffen, dass Volksgesetzgebung Teil des österreichischen Rechtssystems ist. Jetzt im Grunde auch noch ein Ausdruck dessen, was ich eben gesagt habe: Die Mündigkeit der Bürger ist eigentlich nicht teilbar. Kann ich sagen, du bist souverän und kompetent genug, du bist kompetent genug zu wählen. Ja, du darfst dein Kreuz bei der Wahl machen, aber du bist nicht kompetent genug zu entscheiden, ob hier in Freiburg ein Schwimmbad geschlossen wird oder nicht. Oder du bist nicht kompetent genug zu entscheiden, ob es eine europäische Verfassung geben soll oder nicht. Das passt aus meiner Sicht jedenfalls nicht zusammen. Ja? Weil wenn man den Wähler das Wahlrecht, den Bürger das Wahlrecht gibt, ist das schon ein großer
Vertrauensvorschuss. Es ist ein Vertrauensvorschuss, weil dann eben gesagt wird, okay, wir sind in einer Demokratie und die Bürger entscheiden zumindest darüber, wer die nächsten 4, 5 Jahre regiert und welche grundlegende Linie der Politik, sofern meine Meinung ist, dass es aus den Wahlen hervorgeht, verfolgt werden. Ja, und dann macht es eigentlich keinen Sinn zu sagen, ihr dürft dann aber in keiner einzigen Sachfrage mehr die nächsten 4, 5 Jahre lang in irgendeiner Form bestimmen. Das ist aus meiner Sicht ein logischer Widerspruch, der letzter Konsequenz nicht aufzulösen ist. Gut, dann wird man zum nächsten Argument kommen, weil das habe ich eigentlich im Grunde auch schon angesprochen. Also alle 4 oder 5 Jahre wählen reicht das einfach nicht aus. Das ist für mich eigentlich auch mit der stärkste Argument. Ja, weil es den meisten Menschen einen unmittelbar einläutet, ja, das stimmt noch. Ja. Warum werde ich dann nachher nicht mehr gefragt? Ja? Es hat doch jetzt keine Rolle gespielt im Wahlkampf. Es konnte ja keine Rolle spielen, dass wir jetzt Milliarden, hunderte von Milliarden so für Euro-Rettungsschirme machen oder in der letzten Wahl oder für Banken-Rettungsschirme. Ja? Das hat man vorher nicht gewusst. Aber deswegen kann man ja nicht sagen, Bürger haben dafür ihre Zustimmung gegeben. Ja? Also das ist, deswegen glaube ich, muss man eben Instrumente haben, mit denen man die Politik auch zwischen den Wahlen korrigieren kann. Ich glaube, dass ein weiterer Punkt ist, dass Politiker uns ja auch vor den Wahlen beschwinden. Ja. Ich denke, es ist ja nichts Neues, dass vom Teil die Politiker ganz offen zugeben, dass das ja Wahlkampf ist und dass man deshalb auch in einem Wahlkampf was sagen darf, was opportun erscheint. Dass aber, wenn die das selber im Kämmerlein dann aushandeln mit bestimmten Interessengruppen, ganz anders handeln. Das heißt, das ist auch ein Punkt, den ich finde jeweils sehr, sehr wichtig ist. Das ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also das Problem der gebrochenen Wahlversprechen. Wichtig ist auch noch, zumindest in Deutschland, wir haben ja immer mehr oder eigentlich nur noch Koalitionsregierungen. Das kann man nun so oder so betrachten. Das hat aber ein wirklich gravierendes demokratiepolitisches Problem, nämlich dass ich vor der Wahl überhaupt nicht mehr weiß, was auf meiner Wahl schon passiert. Also wenn ich Grün wähle, weiß ich, kriege ich Roten, kriege ich Schwarz-Grün, kriege ich Jamaika, kriege ich Opposition. Bei der SPD ist alles möglich. Ja. Es ist unvorhersehbar und da ist aber so. Und davon hängt eben auch ab, welche Politik gemacht wird. Ja. Deswegen kann man überhaupt nicht sagen, ihr habt das doch gewählt. Was wollt ihr denn? Ihr habt das doch gewollt. Aber natürlich haben wir bestimmte Sachen noch nicht gewollt. Ne. Und das wird bei einem 5-Parteien-System in Deutschland, das hat ihr glaube ich auch, ne? 5-Parteien-System. Auch 5, ja. Immer schwieriger. Ja. Also, und immer unübersichtlicher, man weiß einfach nicht mehr, was hinterher passiert. Das ist kein Plädoyer für Mehrheitswahlen, auf gar keinen Fall. Das wäre noch viel schlimmer, aber Koalitionsregierungen haben wirklich ihre Probleme. Gut, dann vielleicht, das finde ich noch ganz interessant, so qualitative Wirkungen der direkten Demokratie. Wir wollen eine feinere Machtverteilung. Das heißt, dass weniger Menschen weniger zu sagen haben, aber mehr Menschen mehr zu sagen haben. Ja, ich muss mal kurz mal nachdenken. Das heißt, weniger Menschen haben weniger zu sagen, das heißt, diejenigen, die jetzt mächtig sind, die sollen ihre Macht eingeschränkt werden, war ich ganz klar. Ja? Weil warum sollen einzelne Personen, die unter fragwürdig legitimiert sind, weitreichende Entscheidungen treffen? Ja? Zum Beispiel so ein von Lieblingsthemen Bankenrettungspaket. Wurde innerhalb von wenigen Tagen auf Vorlage einer Anwaltskanzlei, die wirklich nicht demokratisch legitimiert ist, quasi mehr oder weniger durch die Regierung beschlossen. Dann ganz schnell ins Parlament eingebracht und dann Finger hoch und dann wird es quasi durchgesetzt. Da haben wirklich nur ganz wenige Menschen, und vor allem gerade nicht die, die gewählt worden sind dafür, haben da die Entscheidung getroffen. Die will ich schwächen. Das war ganz klar. Die will ich schwächen. Ich will, dass einige Menschen weniger zu sagen haben und ich möchte, dass mehr Menschen mehr zu sagen haben, nämlich die, die jetzt im Grunde politisch achtlos übertrieben, aber die nicht wirklich so ermächtigt sind, wie sie sein könnten. Das heißt eben, ganz normale Bürgerinnen und Bürger, übrigens auch die ohne deutschen Pass, wenn es nach mir geht, sollten auch Wahlrecht bekommen. Und das ist aber auch ein anderes Thema, will ich jetzt nicht ausbreiten, aber auch da denke ich, gibt es noch großen Nachholbedarf. Und das ist eben schon ein Merkmal der direkten Demokratie, dass die Macht feiner verteilt wird, breiter verteilt wird. Das heißt nicht, dass es ein Idealzustand wird, wo alle Menschen genau gleich viel zu sagen haben. Das ist sicherlich nicht so. Da sollte man auch gar nicht glauben, dass das so einfach erreichbar ist. Natürlich gibt es auch nach wie vor Ressourcen, Ungleichgewichte in der Gesellschaft. Es gibt immer noch riesige Unternehmen, die ihre Interessen durchsetzen wollen, auch in der Direktdemokratie. Aber tendenziell wirkt die Direktdemokratie zugunsten einer breiteren Machtverteilung. Ich wollte nur sagen, dass das auch bei uns in Deutschland das Problem darstellt, dass wir immer mehr Leute haben, die aus Mittelschichten heraus sich dafür interessieren. Dass eben auch so die an den Rand gedrängten oder an Leute, die jetzt im Grunde genommen vielleicht schon bis wir mit der Politik abgeschlossen haben, da rausfallen. Ja. Das heißt, wir haben nicht die Chance,
sehr, sehr viele ansprechen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir können darüber mehr Leute ansprechen. Ja. Wir können nicht alle ansprechen. Nicht alle durch. Und das sind sogar einige auch ziemlich ausgeschlossen. Richtig. Ich fange schon damit an, sich auszudrücken, sich hier hinzusetzen und was zu erzählen. Es gibt ja schon einige, die damit Schwierigkeiten haben, das zu tun. Ich kann nicht irgendwann draußen heiraten und sagen, jetzt erzähl mal, was du dazu denkst. Ich will erstmal roten Kopf kriegen und dann gar nichts sagen. Also von daher ist es schon, dass diejenigen, die sich ausdrücken können, sowohl mündlich als auch schriftlich, schon mal vorstellen. Absolut, volle Zustimmung. Das wird man auch mit direkter Demokratie nicht erreichen, muss man ganz klar sagen. Es wird immer Menschen geben, die ja, sag mal, abgehängt sind, die möglicherweise, wie Sie es beschrieben haben, nicht in der Lage sind, sich so einzubringen, wie man es gerne möchte. Wenn man das aber daran will, ich glaube, da muss man ganz breit über Fragen von Bildungspolitik, Sozialpolitik nachdenken, über Umverteilung von Ressourcen. Trotzdem würde ich schon dabei bleiben, dass direkte Demokratie die Chance eröffnet, mehr Menschen in den Prozess reinzubringen und die Macht breiter zu verteilen. Und auch übrigens, wenn man sich sofort, wenn man sich die Zusammensetzung der Parlamente ansieht, ja, also wie viele Hartz-IV-Empfänger sitzen im Bundestag? In der letzten Wahlperiode gab es in der SPD-Bundestagsfraktion noch einen einzigen Arbeiter. Einen einzigen. Tatsächlich, aus NRW, ja, der irgendwie vom Schlosser war. Ansonsten eben alles ja, Akademiker überwiegend. Ja. Und deswegen, dieses schöne Begriff repräsentative Demokratie ist eigentlich eine Lüge. Ja. Weil es suggeriert, da wird die Gesellschaft 1:1 repräsentiert im Parlament. Das ist überhaupt nicht so. Es ist einfach nicht so. Es ist ein, ja, schon ein eliten Ausschnitt aus der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass Leute, die sind, nichts können. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es ist eben nicht tatsächlich 1:1 das, was in der Gesellschaft da ist. Natürlich, alle können wählen. Ja? Aber es heißt noch lange nicht, dass alle eben dann auch im Rahmen des politischen Systems die gleichen Chancen haben, sich zu aktivieren. Wie viel hat es jemand, wenn er gibt es in Österreich? Ja, durchaus ähnliche Zusammensetzungen in Österreich. Es sind relativ viele Beamte, Lehrer, Verwaltungsbeamte, die sich garantieren lassen und dann im Parlament sind. Also gibt es verschiedene Gruppen, die sind sehr, sehr stark überrepräsentiert. Welche waren die Parlamente? Die stärkste Berufsgruppe, die Juristen, Rechtsanwälte und Schadgeber. Vielleicht gar nicht so kurz, weil es, glaube ich, für unser Zusammentreffen hier, für die ENA ganz wichtig ist. Ich glaube schon, dass bei der Direktdemokratie eine stärkere Rolle für Nichtregierungsorganisationen, für Bürgerinitiativen, für soziale Bewegungen und natürlich auch für Oppositionsparteien gibt. Weil es gibt ungeheuer viel gesellschaftliches politisches Kapital. Es gibt ungeheuer viel Sachverstand außerhalb von Parteien, außerhalb von Ministerien. Ja? Also bei Gewerkschaften, bei Umweltverbänden, ja? Bei Demokratie Österreich, vielleicht in Deutschland, bei anderen Initiativen, wo wirklich auf ihrem jeweiligen Gebiet natürlich sehr, sehr viel Wissen da ist, meistens oder häufig mehr Wissen, als der jeweilige zuständige Abgeordnete im Parlament hat. Oder zumindest nicht weniger. Und warum soll dieses Kapital, also politische Kapital, nicht auch eingebracht werden können in die Gesellschaft? Und das ist natürlich mit direkter Demokratie möglich, weil die häufigsten Initiatoren von Bürgerbegehren oder Volksbegehren sind Bürgerinitiativen oder nicht Regierungsorganisationen. Das sind nicht Parteien. Parteien nutzen das auch, das sind auch wichtig als Unterstützer, aber es sind das Initiatoren, zumindest in Deutschland eher selten. Und was wir eben auch erleben ist, aus Bayern beispielsweise, wir haben das mal untersucht, in Bayern ist die Hälfte der Initiatoren von Bürgerbegehren vorher politisch nicht aktiv gewesen. Ja, also weder in der Partei noch sonst irgendwo, sondern also komplett neu in die politische Arena gekommen und ein Teil von denen ist dann nach einem erfolgreichen Bürgerentscheid in die Kommunalpolitik gegangen. Ja, also ist dann zum Beispiel auf einer Liste von Wählergemeinschaften dann angetreten oder auch bei den Parteien, was ja auch gut ist, dass man eben für die repräsentative Demokratie auch so Kandidaten gewinnen kann, was ein Problem ist in der Kommunalpolitik. Da kann auch die Direktdemokratie ein Stück weit helfen.